Das dritte Ahnengrab wartet darauf, seine Macht uns zu verleihen. Angier hieß der Typ, glaube ich, der hier beerdigt ist. Die sind auch schon wieder die ganzen elenden Untoten unterwegs. Hey, ich habe hier noch Fischfässer. Das ist aber schön. Ey, ich könnte mir sogar mal so einen Golem hier ranholen. Wäre auf jeden Fall mal ganz lustig. 110 brauche ich dafür. Los, Golem, zeig's ihnen. Ja, ihr immer mit euren Schilden, ihr dämlichen Knochen. Gerippepack. Oh, wie ich direkt wieder draufkrieg hier. Ja. Ich habe eine Paladin-Rüstung, ihr dürft mich nicht hauen. Au, ist gut. Ist gut, habe ich gesagt. Oh, oh. Ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Alles wird gut. Ja, in dem Moment natürlich wieder. Hört auf damit. Husch. Hör auf. Weg. Husch. Geh weg. Verreck. Meine. Meine, 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 meine. So, Mr. Golem, scheint, als wären wir fertig, hä? Bist du noch da? Du bist noch da. Los, Golem! Da! Da! Oh. Da! Nein, du wirst mich ganz sicher nicht stechen. So, der nächste bitte. Au. Da. Würdest du dich bitte nicht einmischen, du elender Knochenkopf, wenn ich deinen Kollegen hier prügeln will. So. Oh. Du bist doch nur noch Knochenmensch. Wie kannst du dein Schild noch so festhalten? Oh, da ist Angier persönlich. Den knall ich mal sowas ran. Damit mein Golem ganz in Ruhe auf den drauf geht. Gegen Angier würde ich nur ungern kämpfen. Okay, los geht's. Oh, war das zu früh? Verdammt, das war zu früh. Aber wenigstens habe ich die ganzen elenden Fleischwanzen hier gekillt. Da. 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 Oh. Da. Ist mein Golem kaputt oder was? Da. Da. Oh. Da. 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 Hört auf, mich zu prügeln, verflucht. Ich hasse das. So.
Jetzt erstmal ganz in Ruhe hier plündern. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig hier. Oh, da lag noch ein Skelett rum. Meine. Rostiges Schwert nehme ich natürlich gerne mit. Meins? Was hast denn du hier noch? Rostiges Schwert, Fleischwanze. Ah, da ist noch was. So, jetzt haben wir natürlich noch Haufen Knochenleute da hinten. Haben wir noch irgendwas, das wir beschwören können? Armee der Finsternis können wir nicht beschwören, leider. Das erst recht nicht. Hä? Haben wir noch Böses vernichten hier? Ja, da haben wir ganz viel von. Sehe ich gerade mal so durch Zufall. Da sind die Mana-Pflanzen. Jetzt kriegen die Skelette voll eine von Latz getroschen. So, gleich noch ein bisschen Fleisch hinterher. Man muss ja nicht immer die Heiltränke benutzen. So, wo haben wir denn Böses vernichten da? Fleischwanze, boah, sind die böse, diese Kreaturen. Nein. Gut. Da. Ist gut verflucht. Da. Ah, hör auf damit. Boah, der hat aber eine Riesenaxt. Da. Boah, dass die immer so abgehen müssen, diese Toten hier. Speziell diese Ahnen, ey. Die haben eine Geschwindigkeit drauf beim Kämpfen. Da kommt man ja fast nur noch mit den leichten Schlägen hier voran. Wie die abgehen mit den Dingern. Oh, diese verdammten Gerippe da hinten, ne? Geh weg! Da! Angier, ich will, dass du stirbst. Da! Oh. Gleich habe ich dich, mein Freund. Fahr zur Hölle! Ah, nee, du. Da macht man schon was mit hier. Rostig, Schlachtbeil, Skelettisch, Pfeil. Oh, hier, dit. Angie hat nichts dabei, das ist aber schade. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Da hinten zum Beispiel sind noch Knochen unterwegs. Kommt her!
Boah, das sind alles Bogenschützen hier. Da! So. Meine. Oh, eine schwere Truhe. Das ist natürlich toll. Eck. Dit. Haufen Fleischwanzen hier. Wo Untote sind, sind Fleischwanzen irgendwie. Ich weiß nur nicht, was das soll. Weg. Dit. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob hier in der schweren Truhe irgendwas von Wert für uns ist. Rhinotöter. Man sagt der Armbrust nach, dass sie ein Rhinoceros mit einem Schuss töten könnte. Unnützes Zeug brauche ich nicht. Wie viele Lernpunkte habe ich eigentlich inzwischen? Ich habe 29 Stück. Ich könnte mal wieder was lernen. Zum Beispiel bei einem Schmied, wie ich die Rüstungen richtig verwende. Damit ich hier noch ein bisschen Rüstungsbonus bekomme. Golem beschwören, perfekt. Kann ich gut gebrauchen. Und Runensockel. Der Sockel sieht aus, als wenn man etwas hineinstecken kann. Na, dann steck mal etwas hinein. Passt. Schmiedekunst plus 8, das ist aber nett. Und Level Up, gleich nochmal mehr Lernpunkte. Und da wir hier jetzt erstmal fertig sind, begeben wir uns zum Hammerclan. Ich möchte lernen. Wer bringt mir etwas bei? Los, bringt mir was bei! Hier hinten war, glaube ich, der eine Schmied, ne? Ach ne, der saß doch nochmal hier davor. Aber momentan ist das nicht so, also ist er noch oben, oder wie? Ach ne, da hinten ist die Schmiede. Mann, was willst du? Mit dir reden, du musst mir was beibringen. Bring mir was über das Schmieden bei. Ach so, ich wollte vorher noch gucken. 200, merken wir uns mal. Vielleicht kann man da irgendwie was ersehen, wenn ich das lerne. Bring mir was über das Schmieden bei. Wie kann ich schwere Rüstungen richtig nutzen? Die meisten machen den Fehler und ziehen die Rüstung nicht richtig an. Alle Teile der Rüstung müssen miteinander fest verbunden sein. Nicht so stramm, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Aber so straff, dass die Rüstung keine Schwachstellen mehr besitzt. Dankeschön. 237, also das hat doch was gebracht von der Rüstung her, ne? Oh, schöne Sachen. Schicke. So, jetzt lasst mich doch mal einen Blick werfen auf unsere Fähigkeiten. Waffen aus reinem Erzschmieden bräuchte ich zum Beispiel noch. Ein paar Alchemie-Talente hätte ich auch ganz gerne mal. Zum Beispiel diese Gift-Herstellen-Sachen. Das wäre ganz gut. Unmögliche Schlösser knacken wäre auch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich lerne das jetzt auch. Ab und an begegnet man ja mal einer großen Truhe und ich habe ja genug Lernpunkte. Da kann ich das ruhig mal machen. Wo gehe ich denn da am besten hin? Am besten zu Laris. Wer weiß, wie der Hase läuft. Kommt von weit her, also guckt nicht zu grimmig. Wo finde ich denn die Socke? Weiter hinten, ne? Ah! Xardas schickt mich. Ich soll in Erfahrung bringen, wie eure Suche nach den göttlichen Artefakten läuft. Ist das so? Nun, die Schamanen sind natürlich diejenigen, die den Überblick über unsere Ausgrabungen haben. Natürlich. Ja, da rede ich doch einfach mal mit dem obersten Ork hier. Mal sehen, was der mir zu der Situation so sagen kann.
Borlock sagte mir, dass er seinen Auftrag fortsetzt, nach den Druiden zu suchen. Gut. Das wurde ja auch Zeit, dass er von sich hören lässt. Och, danke. Aber alles andere hier ist unnütz. Früher oder später werde ich eh die Städte von den Orks befreien. Ich kann die Orks einfach nicht leiden, muss ich zugeben. Und ich hätte es lieber, wenn sie weg sind. Aber noch ist nicht der richtige Zeitpunkt. Da ist er ja. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Bring mir bei, unmögliche Schlösser zu knacken. Diese Schlösser sind doppelt und dreifach gesichert. Du musst dich ganz vorsichtig mit dem Dietrich an die richtige Stelle des Schlosses tasten. Dann kannst du mit einem schnellen Ruck das Schloss öffnen. Aber pass auf, es hört sich leichter an, als es ist. Ich danke dir dafür. Dazu bist du noch nicht bereit. Meisterdieb. Tja. So, jetzt haben wir noch immer Lernpunkte. Wo kennen wir denn den guten Alchemisten? Hier wäre doch auch irgendwo noch der Feuermagier am Rohumlungon. Mann, vielleicht kann der mir da was helfen. Was willst du? Erzähl mir mehr über die Söldner. Die Söldner arbeiten für Gold. Gold von den Orks oder Gold von den Menschen. Das ist ihnen gleich. Das ist auch schon alles, was man über diese korrupten Typen wissen muss. Einer von ihnen hat sogar seine eigenen Leute getötet. Für Gold. Welcher Söldner tötet hier seine eigenen Leute? Sein Name ist Ivan. Er hatte immer schon eine große Fresse den Orks gegenüber. Er ist eher ein gottloser Bandit als ein Söldner. Momentan bewacht Ivan mit seinen Jungs eine Mine im Norden von Geldern. Der gottlose Söldner Ivan ist tot. Ich fand ihn im Norden mit einem üblen Haufen Banditen. Ich hatte schon darüber nachgedacht, mit ihm gemeinsam eine Revolte zu planen. Innos sei Dank, dass ich es unterlassen habe. Das Schwein wäre uns glatt in den Rücken gefallen. Hier, nimm ein paar Tränke. Ich könnte jetzt auch einen Schluck vertragen auf den Schock. So, also das war nichts. Also, wo kennen wir denn richtig gute Alchemisten? Obwohl, es gibt doch hier noch einen relativ guten, diesen alten Verwirrten, oder? Der müsste doch eigentlich auch was auf dem Kasten haben. Hä? Ach so, ich muss da lang. Ja, Peter, Überblick behalten, das ist nicht so deins. Das wissen wir doch alle. Verdammt. Halt die Klappe und bring mir was bei, Mensch. Feuerpfeile, was soll ich denn damit? Ich muss Gift herstellen, Gift! Wo könnten wir es denn noch probieren? Gucken wir mal an Okara, was da noch so los ist. Ansonsten, ich weiß, wo ich Alchemisten finde, aber da kommen wir noch nicht hin momentan. Hör bloß auf in der Scheiße. Deshalb dachte ich mir, wir klappern einfach mal hier ein paar ab. Vielleicht finden wir durch Zufall jemanden, aber das sieht wohl nicht so aus. Naja, wenn es hier nicht klappt, dann konzentriere ich mich auch erstmal auf Jagdgeschick, dass wir unseren Ork-Reißer bald mal benutzen können. Bring mir was über Alchemie bei. Gut. Was haben wir denn hier? Da bräuchte ich satte 200, da brauche ich noch 11 Punkte. Jagdgeschick, wer kann mir Jagdgeschick beibringen? Obwohl, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich weiß das auf jeden Fall, wo der ein Reddog ist, der mir das beibringt. Deshalb gehen wir mal dahin. Vor Kabdun gibt es ja auch einen. Ich halte mich immer gern an Dinge, die ich mit Sicherheit weiß. Er spart einem viel Ärger, müsst ihr wissen. Er spart einem viel Ärger. Und abwärts. Schwupp. Hä, wo ist er hin? Rebell, Rebell. Ah, da ist er doch. Hä? Bin ich bekloppt? Ich dachte, der könnte mir was. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Also irgendwie bin ich heute verwirrt. Aber bei Kabdun, der Jäger, der wird mir ja wohl was beibringen. So.
Eine Finsternis. Ich will zurück nach Nordmar, da ist es nachts nicht so dunkel. Schwupp. Hallo. Warum weckst du mich? Jens, der Jäger. Bring mir was über die Jagd bei. Fünf. Aha. Zehn. Gut. Und noch nur weiter ein. So. Zeit für einen neuen Bogen. So, jetzt haben wir auch das Bonustalent Ork-Reißer. So, und jetzt geht's zurück. Ja, wohin überhaupt? Wir müssen ja erstmal auf der Karte gucken, was Sache ist, ne? Ich weiß gerade auch überhaupt gar nicht mehr, was wir so zu tun haben. Sollen wir vielleicht erstmal zum Kloster gehen? Das wäre eine coole Idee, oder? Da waren wir ja noch nicht, also gehen wir mal zum Feuerclan. Weil auf die Ahnengräber habe ich momentan keine Lust. Ach, wir sind da schon wieder am Beten, Mensch. So, wir können ja gleichzeitig auch mal gucken nach unseren Aufgaben hier. Schmelzofen befreien, bringe Eiswolffälle zum Wolfsclan. Ach, ich habe da noch Aufgaben. Töte den weißen Hetzer. Dann machen wir doch noch mal kurz einen Abstecher zum Wolfsclan. Eiswolffälle habe ich doch mehr als genug. Da wird sich doch sicherlich jemand drüber freuen. Aber wir gucken erst beim nächsten Mal, wer die Fälle kriegt. Denn für heute ist mal wieder Schluss. Macht's gut.